Herzlich willkommen auf Moodygoodie Channel. Ich bin Sorlaser und heute zu dem Techno MT410 Aufbaufazit und auch schon mein erster Eindruck, den ich bis jetzt zu diesem Zeitpunkt habe. Ich bin das Auto schon gefahren. Es musste alles ein bisschen schnell gehen, weil Bakede da war oder anstand und deswegen kam das letzte Aufbauvideo jetzt auch erst vor kurzem. Dabei war der Wagen schon lange unterwegs. Ich bin ihn schon lange gefahren. Aber ich möchte trotzdem mein Aufbaufazit geben und in diesem Aufbaufazit ist auch so ein bisschen meine Erfahrung, die bis jetzt drin ist, also so eine Art Kurzreview. Das erste ist, ich habe die schöne Karo genommen. Ich bereue es ein bisschen im Nachhinein, weil die einfach nicht für das Auto gedacht ist und auch nicht irgendwie passt. Ich musste sie ziemlich tief machen, ich zeige euch das mal eben kurz. Und zwar hätte ich sie nicht so gemacht, würde das aussehen wie ein Bus. Und zwar, wenn man den Originalbumper hier vorne, ich möchte das nur kurz erwähnen, drauf oder dran gehabt hätte, hätte die Karo ungefähr so hoch sein müssen von der Halterung, damit das vorne mit der Karo passt. Aber dazu komme ich später. Auf jeden Fall, Karo hat gut gelitten im Bakede, ist gut zerstört worden. Und das trotz Tape, also trotz Klepp, also hier der Schaden war wohl echt heftig. Weil da ist das einfach durchgebrochen und das sehen wir hier und da ist trotzdem, trotz dieses Gewebeband und allem, ist das da durchgebrochen. Ja, und hier vorne auch gerissen. Gut, da war jetzt kein Tape, aber ja, die Karo hat gut gelitten. Ne? Sie hat hier auch Risse, hier ist sie auch gesprungen. Ja, die Karo ist aber auch sehr, sehr fest, das ist eine sehr feste Pro-Line. Und wenn da so ein Schlag kommt, dann bricht die einfach. Und wie gesagt, falsches Auto, war ja eigentlich für den Zeus gedacht, aber ja, egal. Also, ich fange erstmal mit den positiven Sachen an und dann fange ich mit den negativen Sachen an. Was hat mir besonders gut gefallen? Besonders gut gefallen an dem Auto hat mir grundsätzlich alles. Der ganze Aufbau hat mir Spaß gemacht. Ich wurde zwischendurch immer wieder getriggert, aber das ist ja was anderes. Der Aufbau war echt easy. Die Anleitung war richtig gut. Also eine super verständliche Anleitung haben wir am Start. Es wird alles erklärt. Es werden alle Schraubentypen gezeigt. Ein, zwei Sachen hätte ich in der Anleitung anders gemacht oder anders gezeigt. Wie zum Beispiel mit dem Dämpfer bauen. Dass das erst ein paar Seiten später kam, statt das am Anfang zu setzen, ist so eine Sache. Ansonsten grafisch gut zu sehen. Man muss seine Augen natürlich aufmachen. Ich hatte hier hinten Probleme, habe die Schrauben vertauscht, weil ich es grafisch nicht richtig wahrgenommen habe. Ja, aber ansonsten super Anleitung, hat klasse funktioniert, wirklich toll. Auch der Zusammenbau, alles, die ganzen Komponenten haben sich super zusammenbauen lassen, die Differentiale waren gut, es hat sich wirklich alles sehr gut angefühlt und auch hat sich auch schön zusammenbauen lassen. Was ist sehr positiv anzumerken? Positiv anzumerken an diesem Auto ist oder sind die Querlenker. Ich habe noch nie so krasse, fette Querlenker gesehen. Das sind 14 mm fette Querträger. Ich habe, glaube ich, noch nie so fette Querträger gesehen im 1,8er Bereich. Wobei wir ja sagen müssen, dass Techno ja zu dem Auto sagt 1,10er, weil der Maßstab 1,10 ist. Aber die Technik und alles hier, die Arme, Antriebswellen, CVD-Wellen, Diff etc. ist alles 1,8er. Ist einfach so. Ne? Es ist einfach nur, weil er so klein ist. Das heißt, hier, die Größe. Das sagt Techno, das ist ein 1:10er Monster Truck. Ich sehe das Ganze als 1,8er SWB, aber Techno sagt 1:10er Monster Truck. Und wenn der Hersteller das so möchte, dann ist das so, dann ist das auch für mich ein 1:10er Monster Truck. Aber nur für euch da draußen, es ist 1,8er Technik. Das heißt, Differentiale sind nicht 1,10er, schwach, dünn, schmal, brüchlich, müsst ihr euch wegdenken. Das Auto hat einfach 1,8er Komponenten, Arme, Differentiale, Antriebswellen, alles. Ja, Mitnehmer etc. Die Arme, wo wir stehen geblieben sind. Ich habe noch nie so krass fette Arme gesehen. Die Arme sind auch das Geheimrezept bei Techno. Sie sind nämlich extrem stabil. Und das ist das, was andere Hersteller irgendwie nicht verstehen. Oder wenn sie ein, ich sag mal, wenn sie einen Basher rausbringen, dann mache ich doch nicht hier Löcher in die Platten rein und schwäche damit die Stellen, die kaputt gehen können, wenn man falsch aufkommt. Das hat Techno hier nicht gemacht. Techno hat sogar hier noch mit Verstrebung, extra Versteifung und geschlossene Arme. Das ist wirklich Gold wert.
Die Arme sind einfach Gold wert. Die erleichtern oder die machen euch so viel Spaß. Ihr kommt falsch auf. Es bricht nicht sofort was. Es ist einfach nur ein Traum. Dann das nächste sind die Arme und die Stifte, wo die Arme drinnen sitzen, und die Halter. Die Halter, sehen wir hier vorne, sind komplett vorne sowie auch hinten komplett aus 70-75 Alu. Und das ist auch ganz wichtig bei diesem Auto, weil das gibt eigentlich diese Grundstabilität. Das heißt, wir haben hier vorne Alu, wir haben hier hinten Alu, wir haben hier Alu und wir haben hier vorne Alu. Und nicht wie bei den meisten, wo einfach gespart wird. Vorne Plastik, hinten ein Alu und hinten teilweise sogar komplett aus Kunststoff oder Kunststoff-Alu-Verbund und dann auch noch so weiches Alu etc. Nein, hier wird 70-75er Alu genommen und das funktioniert einfach sehr gut, weil das ist ein Panzer in dem Sinne. Richtig geil, das feiere ich an dem Auto tierisch. Die Arme, die Haltungsfähigkeit, auch hier die ganze Differentialgeschichte, wie hier die Schrauben reingehen und wie auch die Differentiale aufgebaut sind, ist einfach nur stark. Es ist einfach nur sehr gut durchdacht und ist auch massiv. Es sieht nicht billig aus und das hat mir sehr gut gefallen. Auch die Lenkung gefällt mir richtig gut, auch wie das befestigt worden ist, auch mit den extra Mahnschrauben zur Sicherung, dass die Schrauben sich nicht rausdrehen können, und zwar egal welche. Komplett alles, was wir hier reingeschraubt haben, ist mit einer extra Mahnschraube gesichert. Finde ich richtig geil. Macht kaum einer und deswegen verliert man ständig irgendwie mal die Lenkung, die Lenkschraube. Euer Reifen hängt plötzlich zur Seite. Warum? Schraube hat sich rausvibriert. Werdet ihr hier so gut wie gar nicht haben, wenn ihr es richtig gemacht habt. Das gleiche gilt auch für hinten. Hinten genau das gleiche. Was ich hinten noch richtig stark finde, ist, dass eine Stange genommen worden ist und dann von beiden Seiten Muttern aufgezogen worden sind. Somit kann sich das gar nicht locker vibrieren. Das heißt, es ist nicht einfach eine Schraube mit Gewinde reingedreht in den Querlenker, die sich irgendwann rausdreht. Nein, hier eine Stange, zwei Muttern, und wenn das sich bewegt, dann bewegt sich die komplette Stange mit den beiden Muttern und da wird sich nie was locker drehen. Ich schwöre es euch, das wird nie abfallen. Und das sind einfach so Dinge, wo ich sage, geil, also das gefällt mir richtig gut an dem Auto. Was gefällt mir noch richtig gut? Der Antriebsstrang. Der Antriebsstrang ist richtig stark. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Motor dran und ich kann trotzdem hier drehen am Hinterreifen und ihr seht, der ganze Antriebsstrang bewegt sich hier. Was gefällt mir noch extrem gut? Nicht nur der Antriebsstrang, sondern dass wir auch, also der Antriebsstrang inbegriffen, CVD-Wellen. Wir haben rundherum CVD-Wellen. Hier wurde nicht gespart, hinten Knochen, vorne CVD-Wellen. Nein, hier wurde durchgezogen, CVD-Wellen. Richtig stark. In der Mitte haben wir eine Alu-Strebe und hinten einen kleinen Knochen. Ist absolut okay. Was hat mir noch sehr gut gefallen? Mir hat noch sehr gut gefallen, dass wir hier für die Dämpfer extra Kunststoffschutz haben. Das heißt, wir haben ja hier unsere Alubrücken. Und ich mache mich jetzt mal ein bisschen heller. Wir haben ja hier unsere Alubrücken und dann ist das Ganze hier nochmal mit einem schönen Kunststoffhalter geschützt. Und das auch hinten. Finde ich richtig stark, besonders weil hier eigentlich gar nicht so die Gefahr ist, dass was rankommt. Aber ich finde es trotzdem stark, dass hier mitgedacht worden ist. Ich finde auch die Dämpferbrücken schön. Bodenplatte und allgemein das Konzept von der Schmalheit. Ich finde es eigentlich ganz interessant. Toll finde ich es aber nicht. Es ist mir zu sehr gequetscht. Aber da kommen wir gleich zu. Toll finde ich, dass das hier mit der Lenkung einwandfrei funktioniert und zwar spielfrei. Also wir haben hier in der Lenkung kein Spiel. Ich kann hier drüben am Reifen, sobald ich hier den Reifen bewege, seht ihr, bewegt sich hier das Servohorn. Seht ihr das? Ganz leicht nur. Und hier, das bewegt sich sofort. Das heißt, wir haben hier kein Spiel. Bei ganz vielen anderen Autos, oft schon gehabt, könnt ihr den Reifen so bewegen und hier tut sich nichts. Gar nichts. Es bewegt sich hier einfach nichts, weil das hier einfach Spiel ist. Das habt ihr bei dem Auto nicht. Hier ist das Spiel direkt. Es gibt kein Spiel und deswegen lenkt er auch so geil, will ich damit sagen. Die Lenkung super präzise, super geil. Gefällt mir richtig gut. Schön, wirklich schön. Hinten genau das gleiche. Hinten auch kaum Spiel. Ganz leichtes Spiel nur, aber minimal. Beim Wäsche absolut okay. Ansonsten, was gefällt mir noch richtig gut? Der Motorhalter. Der Motorhalter gefällt mir richtig gut. Schön dicker, fetter, massiver Motorhalter. Was ich auch gut finde, ist,
sehr klug durchdacht. Wir haben hier unten in der Chassiswanne ein Loch, damit wir die Schraube von unten lösen können und damit wir die Schraube auch von oben lösen können und somit den Motorschlitten rausholen können. Der Motorschlitten ist mit einer Schraube von unten gesichert und mit einer Schraube von oben. Das heißt oben und unten, das heißt der Motorhalter, müsst ihr euch vorstellen, bei ganz vielen verschiedenen Herstellern ist der Motorhalter drinne und dann kommen oben zwei Schrauben oder eine Schraube rein und der hält den Motorhalter fest. Problem ist, dass unten keine Befestigung ist, außer die Schiene. Techno hat sich gedacht, ey, wir machen oben eine Schraube und unten eine Schraube, somit ist der Motorhalter auch beidseitig geschützt und das ja, verspricht Stabilität. Also heißt, der Motorhalter wird wohl ziemlich lange aushalten. Ja, finde ich richtig gut. Was gefällt mir noch richtig gut? Das war's eigentlich. Also das war's eigentlich. Mehr Sachen habe ich bis jetzt gar nicht. Das sind so die Sachen, die mir sehr viel oder sehr positiv aufgefallen sind, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Und zwar einmal das, die Art von dem Chassis. Ich habe mir jetzt hier, dank M3, gut, dass es den Menschen da draußen gibt. Dank M3 gibt es aber die Möglichkeit, mit der Strebe hier hinten eine schöne Stabilisierung zu Mitteldiff aufzubauen. Somit verhindert das, dass der kleine Knochen sich verbiegt oder dass sich das Ganze hier hinten allgemein verbiegt. Damit wird auch verhindert, dass wir keine Skidplates brauchen. Ja, sehr gut. Dann finde ich stark, dass er hier noch einen Aufbau hat. Und dieser Aufbau, den habe ich mir geholt und das finde ich auch richtig geil, deswegen habe ich die ganze Geschichte auch drin, dass hier der Aufbau, der Regler oben drauf sitzt und der wird von unten verschraubt. Richtig stark. Damit ist der Lüfter in einer ziemlich weit obenen Position, da wir meistens ja eh Monster Truck Karos oder ähnliches fahren, hat der Regler sehr viel Luft und ist auch einigermaßen gut geschützt und wird schön gekühlt. Dann finde ich noch stark auf dieser Platte, dass wir hier unseren Regler absetzen können und unseren anderen Ausschalter. Das wäre aber alles nicht möglich, wenn es nicht M3 geben würde. Und zwar, wenn es M3 nicht geben würde, wäre die ganze Geschichte hier hinten eingequetscht, hinter dem Servo. Und das ist so alles gequetscht irgendwie. Und dann aber auf der anderen Seite wieder hier Platz. Und wieso? Weil das hier von Nitro abstammt noch. Da frage ich mich, wieso nimmt man sich nicht mal kurz die Zeit und entfernt das einfach, weil das wird hier nicht mehr gebraucht. Wir brauchen keine mechanische Bremse. Ne? Ja. Das Chassis eigentlich, dass es hier so gequetscht ist. Aber dank M3 habe ich es verhindert. Was finde ich auch nicht so gut, ist die Empfängerbox. Wir haben hier drei Löcher oben. Da könnte man sagen, okay, die drei Löcher sind für diesen Rundenzähler. Der passt, glaube ich, hier mit dieser Platte drauf. Okay, kann man machen. Aber die Box ist einfach zu löchrig. Wir haben vorne ein Loch, wir haben hinten ein kleines Loch und wir haben hier an der Seite ein Loch. Das Loch von der Seite kommt wegen dem Servo hier. Aber das gibt es ja hier gar nicht mehr. Das heißt, man hätte die Box noch mal ein bisschen umdesignen können. Genauso wie das hier. Wurde aber nicht gemacht. Also hätte man in diese Löcher, die man hier hat, wie alle anderen Hersteller es ja auch machen, einfach Styropor oder einen Verschluss machen können, dass das wenigstens halbwegs spritzwassergeschützt ist. So ist die Box null wassergeschützt. Also wirklich null. Wenn Regen von oben kommt, geht es durch die Löcher oder durch die kleinen Einschübe. Ist es sofort Wasser drin. Finde ich nicht so gut. Aber egal, also wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ich möchte einfach sagen, dass diese Box, das Auto ist ein Becher. Und dann ne, fährt man ja auch mal bei Regen. Und die Box ist klitschnass gewesen bei Udo. Ne? Ja, was finde ich noch nicht so gut? Ich finde noch nicht so gut den Bumper vorne. Ich hole mal kurz den Original-Bumper. Zu der Original-Karo-Halterung kann ich nichts sagen, da ich die Pro-Line drin habe. Ne, und die funktioniert ganz gut. Daher enthalte ich mich da. Kommen wir zu dem Bumper. Ihr seht, der Bumper ist noch neu, weil er nicht zum Einsatz kam. Problem ist einfach, die Geschichte vom Bumper allgemein finde ich sehr gut. Auch sehr gut gemacht hier mit dieser Einfederungsgeschichte. Ist eine schöne Sache. Aber das Teil ist einfach zu weit oben. Und das ist das, was ich euch am Anfang mit der Karo zeigte. Wenn ihr den drin habt, kommt die Karo sofort hier vorne gegen. Ich habe dann versucht, mit der Karo einzuschneiden, wie ihr hier seht, damit das hier passt. So. Aber das Problem ist einfach, ich hätte bis ungefähr zu dem Vorzeichen reinschneiden müssen, damit die Karo so sitzt, wie sie jetzt sitzt. Ansonsten hätte ich die Karo hochmachen müssen, wie im Bus. Und das sieht dann nicht schön aus. Das heißt, der Halter, man muss überlegen, was man für eine Karo benutzt. Und das ist so ein bisschen blöde, weil es ist schwierig. Ja? Also ich finde den Bumper vorne nicht so gut. Ja, da habe ich eher die Alternative, wo nichts im Weg ist. Da kommt aber auch bald noch was zu.
kommen wir zum Heckbumper. Den finde ich auch ganz gut, echt gut gemacht, auch mit den Rastpunkten. Ich finde, ist eigentlich ein toller Bumper, aber da das hier ein Basher ist und eine Backflip-Maschine ist, ist der eher ungeeignet, weil der einfach die ganze Zeit den Boden knutscht, wie ihr auch sehen könnt, ziemlich abgeranzt. Da muss eine Wheelie-Bar ran. Ist einfach so. Ja, weil das hier ist dauerhaftes Programm bei dem Auto. Ja, was finde ich auch nicht so gut? Auch nicht so gut finde ich das Kunststoff-HZ. Und Grund dafür ist, das Kunststoff-HZ, es funktioniert. Möchte ich ganz klar sagen an dieser Stelle, es funktioniert. Aber sobald ihr mit dem Auto in, sagen wir mal, einer Kiesgrube, wie wir meistens ja fahren, wo Steine sind und, das Mitteldiff ist ziemlich nah am Boden. Und es ist auch alles zu hier. Und sobald ein kleiner Stein, es reicht nur ein kleiner Stein, hier reinkommt, sich hier vorne verkantet, dann reißt euch dieser Stein, dieses Kunststoff-HZ auf wie eine Dose. Und das habe ich bei Wilken gesehen, deswegen kann ich es auch sagen. Und dann ist das, wenn ihr Pech habt, geht der Stein so tief, dass das wirklich wie so eine Dose aufgehebelt ist und dann ploppt das einfach ab. Das Kunststoff-HZ selber von der Stabilität her funktioniert gut. Ich habe es bei Wilken gesehen, ich habe es bei Marcel gesehen, ich habe es auch bei Michi gesehen. Es funktioniert, keine Frage. Aber finde ich nicht gut. Ne? Ich habe die HZ-Variante, Tuningspart hier, Optionalpart. Ja, schade, ne? Aber ja, naja. Dann den Halter hier, das ist die Strebe, wenn wir die Platte von M3 nicht hätten, wäre die kleine Strebe hier, hält nicht. Habe ich schon oft gesehen, reißt vorne hier raus, ist in meinen Augen, funktioniert auch nicht. Die Skip-Platte hat nichts damit zu tun. Und hier haben wir die Mittel-Diff-Abdeckung, die wäre dann hier. Und das war's, ja. Was finde ich noch negativ? Stoßdämpfer. Ich verstehe nicht, es funktioniert, keine Frage. Ich bin im Wagen jetzt als First Run gefahren, das Video habt ihr noch nicht gesehen, wird noch kommen. Wundert euch da nicht über meine Laune, aber ich werde das noch oft genug erwähnen. Ich werde das wohl auch noch mal in dem Video extra speziell erwähnen, da, weil die Leute es bis dorthin wieder vergessen haben. Ich bin den Wagen da als First Run gefahren und es funktionierte. Dann bin ich den Wagen im Bakete gefahren und wie ihr seht, funktioniert es immer noch. Kunststoff muss nicht schlecht sein. Ich finde es aber für das Geld einfach schlecht. Es funktioniert aber, wie ihr seht. Der Wagen funktioniert mit dem Kunststoff. Ich finde es aber trotzdem einfach nur schlecht. Schlecht, weil hier oben Kunststoff, schlecht Rändelmutter Kunststoff und dann noch der untere Part Kunststoff. Also man hätte ja wenigstens die Kappen aus Alu machen können. Nur die Kappen. Dann wäre man schon halbwegs zufrieden. Dann könnte man, wäre das so ein Kompromiss aus, naja, ein bisschen Kunststoff, ein bisschen Alu ist okay. Ist aber nicht, ist komplett Kunststoff. Was finde ich noch schlecht? Mitteldiff-Halterung. Nicht mal der Alu-Halter für den Motor geht komplett durch. Nein, von der Seite hier, von der Seite, ist noch ein Kunststoffpart dran. Dann haben wir auf der anderen Seite komplett Kunststoff, ist teilweise üblich, aber alle anderen Hersteller kriegen es ja auch irgendwie gebacken, den Motorhalter komplett aus Alu zu machen und dass das einmal komplett durchgeht. Nein, Techno hat sich gedacht, ey, wir machen den Halter nur bis zur Hälfte, ziehen unten noch so einen kleinen Steg und das war's. Und Kunststoff, ich finde das nicht gut. Ich finde das echt nicht gut. Als Optionalpart wird es dann angeboten für 47,99 €, also 48 Euro. Ich finde das, puh, ich finde das eine Frechheit. Es funktioniert. Die Frage ist nur, wie lange funktioniert es und wie schön lange hält das Diff hier drin. Ne? Das ist immer so eine Sache. Es funktioniert bis jetzt. Und das ist jetzt auch mein kleines Review zu dem Auto. Ich bin den Wagen gefahren und er funktioniert mit den ganzen Kunststoffteilen, die ich in dem Aufbau bemängelt habe. Und die ich auch im Unboxing bemängelt habe. Und die ich jetzt auch hier bemängeln werde, weil einfach ich dieses Preis-Leistungs-Verhältnis hier mit berücksichtige. Und ich bin niemand, der irgendjemandem was nachlabert oder irgendwas schön redet. Das habe ich schon mal gesagt. Ich sage hier meine objektive Meinung zu dem Auto. Und das ist einfach, wenn ich andere Kids mir angucke und, dann ist es halt eben anders. Und das ist hier nicht der Fall. Und deswegen bemängele ich das einfach, weil es mich auch persönlich stört. Ja. Aber es funktioniert. Also für die Leute, die jetzt überlegen, kannst du diesen Techno MT410 als Basher, als Hardcore-Basher, als, ich würde sogar schon sagen, Extrem-Basher empfehlen? Und dann kann ich euch sagen,
ohne dass ihr euch irgendwelche Tuning-Sachen kaufen müsst oder Option-Parts kaufen müsst, kann ich euch sagen, ja, ihr könnt euch das Auto ohne Bedenken kaufen, denn dieses Auto macht absolut krassen viel Spaß. Und ich bin den Wagen wirklich krass gefahren. Ich habe ihn nicht geschont, gar nicht, null. Und nicht ein Defekt, bis jetzt nicht ein einziger Defekt, nichts, gar nichts, außer die Karo, die leicht gelitten hat, ist hier alles heil geblieben. Und das ist jetzt auch mein Kurzreview. Ich kann euch das Auto zu 210% empfehlen, wenn ihr einen richtig geilen Basher wollt, in SWB AK Monster Truck Form. Geiles Auto, macht ultra viel Spaß. Und alles, was ich jetzt noch nachhinein machen werde, ist mein persönlicher Geschmack und mein persönliches Wollen. Und berücksichtigt das für die nächsten Videos. Aber das Auto mit leichten Modifikationen, was den Bumper vorne angeht, oder hier die Mittelgeschichte, müsst ihr wissen, ob ihr das wollt, oder hier hinten, ist das wirklich cool. Ist ein tolles Auto. Ich habe noch eine kleine Sache, die ich vergessen habe als negativen Punkt, ist, dass bei dem Auto keine Reifen dabei sind, aber das ist okay, ist verkraftbar, ist bei vielen Autos nicht, aber es ist auch keine Karo dabei. Und das finde ich ein bisschen schade. Cool hätte ich es gefunden, hätte Techno hier eine Karo, die passend dem Bumper gepasst hätte, war leider nicht. Ja, okay, das nochmal kurz rangefügt. Ansonsten tolles Auto, ich würde sogar sagen, bis jetzt einer der stabilsten und geilsten Autos in meiner Sammlung mit dem Arma Notorious zusammen, weil die beiden schlagen sich wirklich momentan, es sind das wirklich beides Auto, ihr seht, ich komme schon langsam voll ins Stottern, das sind beides Autos, die mir richtig gut gefallen, also wirklich richtig gut gefallen, ne? Achso, ich habe noch eine Kleinigkeit vergessen, sehe ich gerade, Servohorn. Dazu kommen wir aber in dem Update-Video. Da werde ich dann meine Meinung zu den ganzen anderen Sachen auch noch sagen. Aber das hat hier in dem Top oder Flop nichts zu tun. Wie gesagt, ich kann euch das Auto wärmstens empfehlen. Die negativen Punkte, ja, teilweise persönlich, teilweise finde ich es nicht gerechtfertigt. Ansonsten tolles Auto, wirklich. Hätte ich nicht gedacht, dass er so viel Spaß macht. Und ist mein absoluter Favorit. Ist einfach so. Mein absoluter Favorit. Und ich finde es bis jetzt, dato hatte ich nichts Besseres in der Hand. Ja, bis jetzt hatte ich echt nichts Besseres in der Hand. Ja, schönes Teil, wirklich. Ich freue mich, dass ich ihn habe. Ich freue mich auch, dass ich ihn noch weiterhin fahren werde. Und ich werde euch natürlich weiterhin auch Langzeiterfahrungsberichte geben. Wenn was kaputt geht, werde ich einschalten und. Aber ich glaube, das wird bei diesem Auto sehr lange, sehr, sehr, sehr lange dauern. Aber wir wollen es ja nicht hervorrufen. In dem Sinne, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, mein Fazit beziehungsweise Top oder Flop oder Review, Kurzreview hat euch gefallen. Weitere Videos mit dem Techno werden auf jeden Fall folgen. Weitere Updates ebenso. Danke fürs Einschalten, euer Laser, und schalte auch wieder ein, wenn es heißt Laser Time. Tschüss. Noch kurz, bevor es gleich ganz Ende ist, Microspeed und Co. werde ich euch unten verlinken, falls ihr Interesse habt an dem Techno MT410. Dann sind die Links natürlich unten alle drin. Ich werde hier dafür nicht bezahlt oder sonstiges. Ich mache das aus freiwilliger Basis. Und weil ich finde, dass man so eine Läden wie Microspeed und Co. einfach unterstützen sollte. Ja. Auch wenn ich den Wagen selber nicht bei ihm gekauft habe. Aber das ist eine andere Nummer. Okay. Danke und tschüss.